Kommen wir zum Schluss nochmal von Common Rail Diesel zu einem ganz spezifischen Thema, das ich nur mal so am Rande anführen möchte. Haben Sie schon einmal etwas über einen Vielstoffmotor gehört? Ein Vielstoffmotor ist im Grunde genommen ein Dieselmotor, wo Sie alle möglichen Kraftstoffe mit verbrennen können. Er braucht keinen Dieselkraftstoff, sondern da können Sie ein Mischmasch reinkippen aus Öl, aus Hydrauliköl, aus Diesel, aus Benzin, aus Petroleum. Alles, was nur einigermaßen flüssig muss es sein, dass es durch die Einspritzwege noch geht. So etwas wurde früher im Militärbereich verwendet. Wahrscheinlich mit dem Gedanken, wenn es dann irgendwo zu spät ist und wir nur noch weglaufen müssen, dann kratze ich alle Kraftstoffreste und Ölreste zusammen, um dann damit noch weiterzukommen. Im Einzelfall wird so ein Motor auch heute noch Bedeutung haben, aber ich habe ihn nun mal erwähnt, der Vollständigkeit halber, weil es ist eben auch eine interessante Marktlücke gewesen oder vielleicht heute auch noch hier oder da, die so etwas zwischen Otto und Dieselmotor steht. Und natürlich kann ich auch Dieselmotoren als Zweitakter verwenden. Da gehen wir nicht weiter drauf ein, so wie es Otto-Zweitakter gibt, sprich Trabant und ähnliches. So gibt es selbstverständlich auch Diesel-Zweitakter und das sind die Großmotoren vor allen Dingen, die in den Schiffsriesen laufen. Zweitakt-Dieselmotoren, häufig auch ventilgesteuert, also auch ein Zweitakter kann Ventile haben, das muss nicht immer nur über Schlitz gesteuert sein, aber das thematisieren wir auch nicht. Oder wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich irgendwann mal ganz am Ende auch mal einen Zweitakter vornehme, weil natürlich, und da mache ich Ihnen auch Mut, versuchen Sie über den Tellerrand hinauszublicken. Schule, Betrieb oder auch hier unsere Lektionen reichen für jemand, der Interesse hat an dem Beruf, an der Technologie und der auch weiterkommen möchte, das reicht nicht. Da muss man schon mal eine Fachzeitschrift abonnieren oder mal reingucken. Da muss man sich durch bestimmte Sendungen mal schlau machen. Im Internet gibt es ja in Hülle und Fülle Beiträge. Und man muss sich, und da mache ich Ihnen Mut und ermuntere Sie dazu, wirklich auch mal hier und da über das hinausschauen, was in Ihrer Firma läuft. Und das ist ja auch manchmal auch recht wenig, wenn Sie Wartungsdienst machen von morgens bis abends und an die eigentlich interessanten Reparaturen gar nicht rankommen, dann ist das schon mal ernüchternd. Aber machen wir uns nichts vor, wer nichts bringt, der wird auch nie die Chance haben, innerhalb der Firma mal an interessante Projekte zu kommen. Aber wer Interesse zeigt, wer zeigt, dass er Ahnung hat, wer nachfragt, vielleicht bei den richtigen Leuten, der wird auch schon den Erfolg finden, dass der Chef, der Meister, der Geselle immer sagt, hier, mach das mal selbstständig oder knack das Problem mal und das macht doch Spaß. Das ist doch interessant und nicht so sehr die Routine. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen was.